Was mir noch wichtig ist, ist, dass man sich miteinander unterhalten kann. Ich kann es nicht haben, wenn ich jemanden die ganze Zeit jedes Wort aus der Nase ziehen muss. Jedes Mal hinterfragen muss. Ich finde es wichtig, wenn Menschen noch mal was von, wenn die Frau was von sich aus sagt. Und nicht nur, keine Ahnung, weiß nicht. Finde ich nervig. Wenn es ab und zu so ist, okay, aber ich finde das auf Dauer, finde ich das extrem nervig und lästig. Und dann, obwohl ich sehr geduldig bin, nervt mich dann doch sowas recht schnell. Also es ist auch bei anderen Leuten so, also Mädels, wenn ihr so welche seid, die versucht doch mal ein bisschen aus euch rauszukommen. Redet doch, mein Gott, ihr habt doch einen Mund, ihr habt eine Stimme. Spricht mit eurem Gegenüber. Wobei ich auch keine Quasseltante haben will. Also unterhalten finde ich gut. Miteinander sprechen, kommunizieren, diskutieren über Gott und die Welt und alles. Ob ich jetzt eine, die wirklich die ganze Zeit quatscht, so. Also, finde ich auch schon wieder nervig. Ne? Da sind noch zwei Dinge, die ich absolut wichtig finde. Sie sind sehr, sehr wichtig für mich. Und zwar erstmal, sie muss ihre eigene Meinung haben, ihren Charakter. Sie muss zu ihrem Ding stehen. Sie muss wissen, was ihr gefällt. Und nicht dieses wechselhafte, so, keine Ahnung, ist mir egal, weiß ich nicht, keine Ahnung, Wayne. Also mir ist das schon wichtig, dass Frau für gewisse Dinge einfach Interesse zeigt, was sie möchte, was sie will. Ne? Also ich kann nicht mit Leuten, die so Mitläufer sind, also wirklich nur komplett passiv sind. So. Ja, komm. Die auf gut Deutsch gesagt da sitzen und warten, was passiert und mal gucken, was passiert. Sie muss aus sich rauskommen. Auch wenn es nur ganz bisschen ist, ganz, ganz, ganz bisschen. Aber sie muss aus sich herauskommen. Finde ich ganz wichtig. Ne? Und das nächste. Sie muss wissen, was sie will. Muss sie wirklich wissen. Ich habe keine Lust, mit einer Frau meine Zeit zu verschwenden, die nicht wirklich weiß, was sie will. Ich meine jetzt gar nicht im beruflichen Sinne. Da gibt es immer irgendwie Wechsel. Zum Beispiel die einen wechseln von Kfz-Mechatroniker zu Sozialpädagogen im Kindergarten. Es gibt alles, das finde ich ja gar nicht so schlimm. Aber ich finde, sie muss halt wissen, was sie halt im Leben will und was sie in einer Beziehung möchte. Weil so, wenn man so Spielereien hat, man doch gar keine Lust wirklich immer, oder? Außer es ist halt wirklich klar. Aber wenn du mit jemandem kennenlernst und du möchtest mit ihr eine feste Bindung eingehen und die weiß nicht, was sie will und sie ist hin und her gerissen. Vielleicht auch hin und her gerissen von den Geschlechtern, will sie jetzt Mann, will sie jetzt eine Frau. Ne? Und weiß gar nicht. Das ist ja auch ätzend, oder? Also ihr merkt schon, ich hatte halt schon so meine gewissen Vorstellungen von einer Frau. Was jetzt nicht oberflächlich klingen mag, aber irgendwo hat doch jeder seine Vorstellung, oder? Ich meine, wer von euch will schon so eine Mutter Flotter im Bett haben? Will keiner. Nein, nein. Frau Flotter nicht gut, nein. Ja. So, möchte ich noch was zu den anderen sagen? Zum Beispiel Laura. Ich glaube, das Video konnten die meisten, wie gesagt, nicht sehen. Ja, sie hat jetzt ihre Beispiele auch an den Promis. Ich wollte keine prominente Person als Beispiel nehmen. Ich wollte überhaupt niemanden als Beispiel nehmen. Und zwar aus dem Grunde, damit jeder sich auch erstmal so sein eigenes Bild machen kann. Zum Beispiel, ja, ist das, was sie jetzt sagt, trifft es auf mich oder sehe ich das anders? Finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es immer total interessant, wenn andere Meinungen dazu sind. Finde ich immer gut.
Und ja, warum habe ich keine Promis genommen? Weil ich habe nicht die perfekte, prominente Traumfrau. So, wo ich sagen muss, boah, die will ich haben. War gut, ich kenne Schauspielerinnen und Sängerinnen und wie sie alle sind. Man kennt die ja alle nur aus Medien. Du weißt, du siehst sie in Zeitungen, du siehst sie im Internet, du siehst sie im Fernsehen. Aber du weißt ja oftmals gar nicht, wie die ticken. Vielleicht so ein bisschen in Interviews oder von Erzählungen von Anna. Aber man kann sich immer verstellen. Ich meint, es ist deren Job, die werden angelernt, sich zu verstellen und so. Gut, optisch gefallen mir auch welche, klar. Aber das, weiß ja gar nicht, was sie im Gesamtpaket ist. Ich meine, wenn sie vom Äußerlichen hübsch ist, aber im Herzen hässlich, dann ist sie doch schon wieder hässlich, oder? Ich meine, der Charakter kann ihn auch total hässlich machen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Genauso wie es auch umgekehrt ist, wenn jemand vielleicht optisch nicht so hübsch ist, ne? Aber diese Person vom Inneren ein total schönes, tolles Wesen hat, dann ist sie hübsch. Dann siehst du das. Du merkst das, wenn diese Person das ausstrahlt. Und so zu Cassandra. Erstmal fand ich das total, wirklich total, total süß, was du bei jeder von uns gesagt hast. Erstmal danke für das Kompliment. Kann ich auch nur wieder zurückgeben. Du bist auch eine ganz süße, hübsche Frau. Und ich denke, wenn man dich persönlich sieht, dann glaube ich, dann steht da so Powerbündel vor allem. So, ah, Cassandra! Ja, so Power! Ah, Power! Das stelle ich mir bei dir vor, wenn man dich jetzt so richtig sieht. Aber das strahlst du auch total in deinen Videos aus. Deine Power, du gibst nicht auf. Wenn du unten bist, dann stehst du wieder auf. Also stelle ich mir dich vor. Auch aus deinen Erzählungen, was du schon erlebt hast, durchgemacht hast. Optisch bist du auch ein Leckerchen, auf jeden Fall. Und ja, finde ich gut. Gefällt mir. Ja, tolles Video. So, und zu den Abonnenten möchte ich auch noch sagen, wir sind jetzt schon über 800 und wir haben schon knapp 60, über 60 Anmeldungen im Forum. Also bei uns im Forum ist auf jeden Fall immer etwas los. Ihr könnt euch auch anmelden, könnt schreiben. Zu verschiedenen Themen könnt ihr etwas schreiben, ihr könnt auch eigene Themen vorschlagen und dann könnt ihr auch miteinander diskutieren und reden, beraten, Hilfe holen, was auch immer austauschen, jemanden kennenlernen, vielleicht sogar jemanden kennenlernen. Könnt ihr gerne machen. Ja, Thema diese Woche, die jetzt angefangen hat, ist Szene. Locations in deiner Stadt. Darüber will ich am Freitag ein Video auch hochladen. Ich gebe mir ganz, ganz große Mühe, es auch pünktlich hochzuladen. Ja, und dann werde ich mal so ein bisschen was erzählen, was hier in Bremen so in der Szene so sich abspielt, ne? Also bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Genießt das Pisswetter. Und bis Freitag, wenn ihr mögt. Mua. Ciao.